Hallo liebe Leute, herzlich willkommen zurück hier in unserer wohnlichen Hütte mitten im Wald. Die Waldmeister grüßen euch. Brilli und Mene wieder mit dabei. Alles gut bei dir, Brilli? Du bist so nachdenklich in deine Axt vertieft. Du guckst so. Ja, da kommt einer angerannt, der rennt die ganze Zeit an deinem. Ah, vielleicht war es doch gut, dass du dieses Feld gebaut hast. Die kommt da nicht vorbei. Mit deiner goldumrandeten Brille. Sollen wir jetzt rausgehen und die bündeln oder was? Alter, geh mal raus. Geh mal raus, da ist ein Typ, der hat CDs um. Der hat sich CDs um den Hals gebunden. Was ist denn für ein Doof? Warum schreien die so? Am Fenster! Ey, die hauen unser Haus kaputt! Die hauen unser Haus kaputt, wir müssen die killen! Ja, wirklich unser Haus kaputt. Okay, das ist aber ein bisschen krass. Zwei Hits sind was los. Oh, oh, oh. Bastard. Einer ist down. Ey, ich hau dem hier richtig voll. Oh, scheiße. Ich hab hier auch einen. Jetzt haut er gerade Regen. Die feige Sau. Die feige Socke, ey. Und du kommst jetzt aus dem Haus, oder was? Alter, ich musste mich recken. Boah, die haben unser Haus ganz schön, wo ist unser Feuer? Die haben das Feuer kaputt gemacht. Boah, die haben das Haus kaputt gemacht, die Penner. Wir brauchen Feuer. Wie kriegen wir das repariert? Aha. Wie kann man das reparieren? Keine Ahnung. Es ist doch gar kein Feuer mehr hier, wir müssen ein neues bauen. Nee, ich rede von dem Haus. Ist das denn, wo ist das denn kaputt? Woran sieht man denn, wie kaputt es ist? Na, ja, das sieht kaputt aus. Guck mal, wie schief und krumm das alles ist auf einmal. Das war vorher alles gerade. Doch, das ist kaputtes Haus. Oh. Da ist doch eine richtige Lücke drin. Mann, hier auf der anderen Seite. Hier. Das Fenster war schon immer da drin. Das Fenster ist schon immer, aber guck mal, diese Ecke hier, die ist schief und krumm. Die ist total im Arsch. Sehe ich nicht. Naja. Siehst du nicht? Mal ein Feuer. Nein! Bist verrückt. Das ist total hier kaputt. Ein bisschen verhöbbelt, aber... Ein bisschen, du bist auch ein bisschen verhöbbelt, ey. Guck mal, wenigstens geht die Tür wieder, ist ja wunderbar. Ich hab sie ja auch wieder in... Du hast sie wieder... Guck mal, das siehst du nicht, das Haus ist total im Arsch, ey. Naja, egal. Feuer. Geil. We need fire. Guck mal, was ich hier gekriegt habe von dem Mongo. Look at me. Was denn? Toll. Die macht doch jetzt die ganze Zeit mit dir rum, oder was? Das ist eine Keule, das ist eine Waffe, die macht richtig Schaden. So, noch zwei Steine und drei Sticks. Und die kann gut blocken. Jupp. Du hast aber eine dunkle Hände. Nacht. Die zwei Mexikaner. Was ist mit dem? Was ist? Da kam einer auf mich zugerannt. Könntest du mal aufhören, meine ganzen Lampen hier... das war deine Lampe. Alter, du bist erschrocken. Bau die wieder auf, ich sag's dir. Es ist zu dunkel, ich kann nichts sehen. Es ist zu dunkel. Lass uns pennen gehen, komm. Ich brauch Sticks, wir brauchen Sticks für das Feuer. Achso, du hast ja hier drin Feuer gebaut. Wie hast du das jetzt da reingesticht? Ich hab's einfach reingebaut. Achso, okay. Ich sag doch, wir brauchen Sticks für das Feuer. Ja, dann geh doch mal aus dem Weg. Er ist doch fertig, Mann. Was willst du denn? So, jetzt habe ich den lebendigen Hasen gefangen. Jetzt tue ich den... Wo haben wir diese Hasenkiste? Man kann Geld verbrennen, wie nice. Da hinten ist die Hasenkiste. Da packe ich den jetzt mal rein. Hab ich irgendwas zu essen? Ja, ich habe ja doch hier noch Meat. So, jetzt habe ich einen lebendigen Hasen in die Hasenkiste gepackt. Mal gucken. Okay. Sollen wir schlafen? Ich brate mir jetzt erstmal was. Brat dir doch ein Stück. Überlebe ich die Nacht nicht. Ich musste mal was trinken, fällt mir gerade auf. Was du trinken? Ich schleppe übrigens zwei Luftkanister mit mir mit. Ja. Du bist ein oder Nachmacher. Ich weiß nicht, wofür wir die brauchen, aber. Brauchen wir mal, gell? Kann das Essen mal fertig werden? Dann los. Scheiße, ich hab direkt beide gebraten. Das waren voll die Riesendinger. Was denn? Egal, es ist jetzt neu. Wer es einer von euch ist, hau ich mir mega die Waffe. Du bist so ein richtiger Kumpel, echt. So, sollen wir pennen oder was? Wieso stellst Warte du mal, jetzt guck ich erstmal. Jetzt hast weil ich,
weil ich Hunger und Durst habe. Weißt du, was du gemacht hast? Du hast meine Lampe einfach kaputt gemacht, Mene. Richtig clever. Aber weißt du, die im Dunkeln steht auf einmal so ein Ding eine vor Lampe, mir. Weißt du, wie ich erschrocken bin? Eine Lampe! Was soll ich nur tun? Baue ich dir erstmal neu. Wo war die denn? Na toll, jetzt hast du hier genau auf meinen Fisch so in den Topf gestellt, oder was? Ja, wenn der Fisch fertig ist, kriegst du ein neues Zeichen. Mach dir nochmal keine Sorgen. Du musst dich da nicht so sorgen. Außerdem kann man den doch schon. Ich sehe hier keinen Fisch. Klar, du kannst doch schon E drücken. Wo denn? Geh doch mal einen Schritt zurück. Ich esse den gleich. Brennt mal lieber die Leichen, Leute. Ach da. Ach komm jetzt, Stein. Das Gute ist, der Topf, in dem man einen Hasen kocht, füllt sowohl... Wo ist mein Topf hin? Ich hab nix. Mein Topf ist weg. Warte mal, ich hab dir den, glaube ich, doch geklaut. Du hast meinen Topf? Entschuldigung, warte. Hier, geh rein, da. Was soll man eigentlich mit dem ganzen Alkohol machen? Mittlerweile habe ich hier eine richtig schöne Alkoholsammlung. Wo ist denn jetzt hin? Jetzt ist er weg. Nein, ich hab ihn hier noch, warte. Geh ist doch droppen, oder nicht? Das war Chicorée. Mein Topf. Warte, ich stell ihn wieder doch aufs Feuer. Ja. Da. Geht nicht, wenn er leer ist wahrscheinlich. Doch, geht. Energy Mix. Wie kann ich denn den nehmen? Ja. Ich verstehe das mit dem Crafting. Muss man alles irgendwie ausprobieren? Das kann doch nicht wahr sein, ey. Doch, doch. Sieh, sieh. Ui, hier sind Fliegen von dem Scheißtypen. Ja, die müssen wir mal verbrennen, die Typen. Ich mach das jetzt mal. So, rein mit dir. Auf die Feuerstelle drauf. Also warum, wer brät denn hier Chicorée? Hat schon wieder einer von euch Chicorée gebraten, ne? Ich kann meinen Topf nicht da runternehmen, solange da nichts drin fertig ist. Wo ist der denn jetzt hin? Der liegt jetzt auf dem Dach. Hä? Ja, wir brauchen auch draußen eine Feuerstelle, Leute. Wie hast du den jetzt so hochgekriegt? Alter, du schaffst echt alles. Hey, warte mal, wir brauchen noch eine Basic Fire hier. Brauchst du eine, oder? Ja, hier. Eine Basic Fire nicht, wenn dann so ein Bonfire oder ja, ein Fire Pit. Mach ein Fire Pit. Ja, mach ich. Mach doch mal ein Fire Pit. Hier hin. Brauch noch was. Steine. Ein paar Steine. Ey, Mene, kannst du mal wieder alles auffüllen gehen? Nichts nutzt. Sticks brauchen wir noch zwei. Habt ihr jetzt meine ganzen Reserven wieder aufgebraucht? Ich nicht. Ich schon. Schweinehund. Ah, hier ist so ein, guck mal, hier ist so ein Stone-Dings. Bep, 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 bep. Lebt der Hase eigentlich noch, den so, ich da in diese... Leg die mal hier drauf jetzt. Vorbei, die Zeit. Tatsächlich, der Hase lebt noch, cool. Waren das alle von aber was macht der denn? Also, müssen wir dem noch einen Hasen geben, damit er auch ein bisschen bumst? Oder was naja, ist da los? Ich weiß nicht, was der da drin macht. Ich denke mal, das ist nur ein Aufbewahrungsort, damit man den Hasen... Denn, wie willst du dich denn alleine fortpflanzen? Ich dachte, du bist ein ja, Biologe. Eben. Ja, eben. Dann holen wir mal dem einen Partner. Ja. Du, ich habe ja gerade die Falle erst wieder aufgestellt. Also, es dauert wahrscheinlich noch ein bisschen. Hä, die habe ich doch eben aufgestellt, als ich den Hasen rausgeholt habe. Nee, die war... Ich musste die neu aufstellen, die Falle. Was ist eigentlich mit dem Hasen hier passiert, Mene? Den hat er den habe ich im Inventar. Den du aufgehangen hattest? Ja, den habe ich im Inventar. Das ist dann, der war aber noch nicht fertig getrocknet. Ich guck mal, ob ich den wieder ranhängen kann. Warte mal. Kann man das Haus auch reparieren oder komplett mal neu machen? Ja, kann man tatsächlich wieder ranhängen. Ich habe ein anderes Stück Fleisch jetzt zum Trocknen rangehangen. Mal gucken. Ah, warte mal, ich habe glaube ich auch noch Fleisch. Ja. Ich baue jetzt mal ein paar Defensive Sachen hier. Die Defensive Sachen. Ich habe hier auch ein bisschen Fleisch hingehangen zum Trocknen. Wir haben halt jetzt diese Leiche da auf dem Dach liegen, ne? Ist aber. Wieso schmeißt du den auch auf dem Dach, ey? Wie kriegst du den bitte aufs Dach? Ey, man kann ja auch einen Kran bauen und alles. Mhm. Und alles bauen kann. Ist das geil. Hase, komm her! Scheuch den doch in die Falle, Mann. Sollen wir mal pennen gehen jetzt? Ja. Aber wir machen. Unser Haus kann man nicht reparieren, das ist jetzt kaputt. Ja. War eh nie die beste Hütte. Ja, aber dass die nur so kurz hält, ist auch kacke.
Wo ist denn das Defensive-Zeug? Kommt ihr mal pennen? Ja. Ja. Das Gute ist, dass die auch nicht durch eine offene Tür reinkommen. Nee, die machen sich noch einen zweiten Eingang, ja. Ratzepü, Ratzepü, guten Morgen, liebe Welt. Guten Morgen, Sonnenschein. So. Hab ich noch irgendwas zu essen? Nö. Nix, aber die will ich jetzt nicht. Ich gehe mal gerade Fische holen. Ja, genau. Ja, guck, ach, hier hängt jetzt noch mehr Fleisch. Hat ich habe Fleisch, ja, ich habe Fleisch da rangehangen, ja. Ich okay. Sehe nichts in diesem Wasser. Nichts. Explosives Holder. Okay, wollen wir uns denn vielleicht mal so ein Large Cabinet bauen? Ja. Wir könnten auch ein Custom-Gebäude bauen, ne? Das geht auch. Sollen wir das draußen bauen oder innen? Alles klar. Keine Was? Antwort. Ist auch eine Antwort. Was denn? Hier. Versuche zu fischen, aber ich sehe nichts. Das Wasser ist aber schwarz. Noch zu früh. Ich suche den Ort. Ah, hier. Dies sind die Traps. Hier. Defensive Spikes. Defensive Walls. Ach, du machst Defensive. Okay, na cool. Ich baue erstmal Spikes. Na komm schon! Ihr kleinen Ratten der Meere. Der Meere. Der Meere. Ey, dieses Cloth, das respawnt einfach die ganze Zeit. Nichts mehr als diese Scheiße. Den hab ich denn? 66, was mache ich denn damit? Da kannst du doch Verbände mitmachen oder so eine Scheiße, oder? Weiß ich nicht. Interessiert mich auch nicht. Zwei Tree Saps habe ich gefunden. Ja, Tree Saps. Oh, die stecke ich dir nachts in deinen Bauchnabel und dann irgendwann stirbst du eines erbärmlichen Todes. Dann wächst ein Apfelbaum aus meinem Nabel. Sei froh, dass er nicht aus dem Arsch wächst. Timber! Alter, hier die Stellen hier. Die Typen haben hier bei uns am Haus ein Dings aufgestellt, eine Effigy. Was baust du da auf, ey? Ich dachte, ich baue Defensive Spikes. Also ich platziere die halt erstmal. Bei Spikes denkt man eben schon, aber auch an dünne Sachen, ne? Und nicht an solche Monster. Ja, kann ich schon was dafür, dass die aus diesem Material hergestellt werden? Was macht der? Ich bin ins Feuer gelaufen. Und war gerade in die Ecke. Sehr dumm. Das gibt's doch gar nicht. Der Typ, ey, echt. Wie du immer nur schreien hörst. wie funktioniert denn das hier mit dem... Ach da, okay. So, na, dann fällen wir mal ein paar Bäume und bauen die Dinger auch tatsächlich. Oh, was, aber das sind das nur Baumstämme oder was? Ja, nur Baumstämme, glaube ich. Aber du hast jetzt hier schon ein Gebiet abgesteckt. Lass uns doch mal dieses Haus abreißen und vielleicht erstmal ein richtiges Haus bauen. Ja, ich habe ja jetzt nur angefangen. Wir können das Haus doch jetzt noch bauen. Ja. Man kann. Ich überlege. Wie geht denn das? Abreißen, ja. Geil, der Baum fällt nicht um. Der ist ja in dem anderen Baum verhakt. Jetzt ist es. Bist du mal ready, mein Wasserchen? Ich muss mir, also ne, wenn du halt immer Aloe Vera findest, bist du hier der Medizintyp, ne? Du bist ja Medizin, okay. Das nicht. Und okay. Ich habe keine Medizin mehr, die ich von Anfang an hatte. Die sind beide weg. Okay. Nur mal so zu. Also das ist dann kein, das ist dann nicht so eine Flasche, ne? Wenn man das kombiniert, sondern das ist dann einfach nur so ein Kräuter, die man essen kann. Aber ich habe halt kein Aloe Vera. Übrigens, das Beet ist leicht schief, ne? Macht aber nichts. Was ist das denn hier? Habt ihr ein Regal einfach draußen hingebaut? Ja, natürlich. Was ist, wenn ich da jetzt mein Wasser reinstelle? Dann stellst du da dein Wasser rein. Klaut ihr das dann oder was? Nein, natürlich nicht. Ich stelle da jetzt mal Wasser rein und hier Snacks liegen da drin. Geil, Billy Brilli hat Wasser reingestellt. Snacks und Alkohol durch da rein. Ist jetzt schon voll, das Regal tatsächlich. Okay, passt. Das Fleisch braucht aber schon eine gewisse Zeit, bis fertig ist. Also viel passt nicht in dieses Regal. Also das Regal hier deklarieren wir mal einfach als mein Regal, da müsst ihr euch noch zwei Regale bauen.
So, na dann lass mal überlegen, wo bauen wir denn jetzt das Haus hin? Vor euch. Wo bauen wir jetzt das Haus hin? Sollen wir nicht mehr erstmal das hier abreißen, das alte? Mhm. Das ist ja eh nur noch. Muss erstmal was essen. Ey, mach das mal. Kann ich das abreißen? Halt, das ist meins. Das ist meins. Das dauert übrigens. Sehr kollegial. Ja. Oh! Mein Kamin! Ist der auch kaputt? Ja, ist alles kaputt. Ja, geil. Okay, dann würde ich sagen, ich kümmere mich mal um Hausbau, ja? Ja. Platzier erstmal ein Fundament, damit ja, wir das gucken ich, ja, können, wenn es Fundamente gibt. Ja, ja, gibt es. Hab ich schon ein bisschen. Wo ist das denn hier? Bei Custom Building. Custom Foundation. Genau, da ist es doch schon. Na komm, Fleisch wird fertig. Bam. Oh, das löscht natürlich den Durst nicht. Also, das Fleisch in der Suppe im Wasser zu kochen, löscht Durst und Hunger. Ey, Leute, ja. Brauchen wir mehr Platz, ey. Das ist ja alles sehr eng. Vor allem, weil wir hier überall schon irgendwelche Sachen hingebaut haben. Ach, Quatsch. Okay, dann müssen wir... Kriegen wir... Was ist denn eigentlich hier mit diesen Steinen? Kriegen wir diese Steine eigentlich weg hier? Welche Steine? Weiß ich nicht. Diese riesengroßen Steine, weil dann hätten wir Platz zum Bauen. Nee. Also, wirst du nicht. Kannst du mal draufhauen. So, hier ist doch Platz. Hier ist doch Platz. Das Regal, das muss weg. Das nervt. Das nervt, der gnädige Herr. Fang doch erstmal an, die Fundamente zu setzen. Dann ja, sehen wir ich doch. Versuch's. Damit muss ich erstmal klarkommen. Das ist hier irgendwie sehr... So, da fällt er doch. Strange. Der Kumpel. Eieieiei. Hä? Das ist mit einem Stein drin. So, na die beiden hier, die schreien noch geradezu, umgeholzt zu werden. Junge. Kommst du klar? Ach, da oben. Vorsicht, Mähne da unten, vielleicht fällt hier gleich ein Baum um. Hier brauchen wir 23 Loks. Ich komme. Für was? Für das hier. Für das Fundament. Ja, dann. Ich kann die nicht platzieren da drin. Ja, da vorne, hier muss es machen. Hier. Irgendwo. Da, wo die gelbe Axt ist. Ah ja, tatsächlich. Ich hab zu weit nach unten geguckt. Die gelbe Axt. Die Axt im Haus erspart den Zimmermann! Sowieso. Ach, zerk jetzt, das waren noch Zeiten. Zerke! Aber wir müssen auf jeden Fall jetzt erstmal das Haus bauen, damit wir was in der Nacht haben, wo wir uns verstecken können, ne? Also. So schaut's aus. Oder wir drängen uns wie die Rehkitze nachts um das Feuer. Go, go, go! Baumfeld! So, einmal hier ist fertig. Wo sind die Zerke? Eva. Oh, ein ich habe keine Ahnung, ob dieses Fundament was taugt, aber viel größer konnte ich es nicht machen, weil überall irgendwas im Weg war. Du hast doch immer irgendeine Ausrede, echt. Immer. Du bist meine Ausrede. Geil. Schatzi Bär. Baumfeld! Oh, ich habe keine Körner mehr. Jetzt weiß ich auch, warum man diesen Lokkarren braucht. Weil? Ja. Ja, damit man nicht immer jedes Mal hinherrennen muss, wie so ein Depp. Bauen wir den mal, oder wie? Ich kümmere mich mal um diesen Lokkarren. Ihr könnt ja jetzt halt erstmal weitermachen. Okay. Der war bei Storage, ne? Loksled, genau. Perfekt. Wenn er sich so anguckt, ne, ist man dann dreckig und muss sich waschen oder was? Ich glaube schon, ja. Oder er sagt, ich habe eine Hand. Okay, er braucht massig Sticks. Der Karren? Ich schneide jetzt die Sticks her, ja. Hier sind nirgendwo Sticks, die ich sammeln kann. Hier liegen nur Loks rum. Ja, guck doch mal in unserem Stick gehen. Ja, mach ich. Ah ne, da ist nichts. Gerade gesehen. Siehst du, das ist der Vorteil, wenn man da immer mal was drin lässt. Ja, das machen wir ja. Nur leider habe ich gerade nichts. Also wenn ihr Bäume fällen seid, bringt Sticks mit. Stellt sie dann einfach in den Stick. Man kann übrigens mit zwei Baumstämmen nicht schwimmen. Gerade versucht. Oh, aber gut, dass du es mal probiert hast. Geht nicht.
Bau dir jetzt den Finger oder bau dir jetzt das Haus? Ich baue das Haus. Weil es wäre sehr sinnvoll, weil irgendwie also ich baue jetzt gerade den Haus. Ja, ich baue gerade den Schlitten, und, um dann weiter am Haus zu arbeiten. Wo bist du denn mit deinem Haus? Ach, da. Hauptsache mal Lat schädet mal, das ist brennende Feuer irgendwie. Boah, 21 Sticks braucht man für diesen Schlitten. Halleluja. Das ist ja voll. Boah, wie viele Baumstämme du da hinten gefällt hast. Alter. Jupp, ich war ein bisschen fleißig. Okay, dann helfe ich dir mal schnell. Boah, den Schlitten müssen wir dann noch fertigstellen. Baumfeld! Ich pump hier gerade ein bisschen. Fast fertig, das Fundament. Sieht gut aus. Mann, wir sind ja schneller vielleicht kann als man da ja auch mehrere vielleicht kann man da noch mehrere Etagen machen. Dann ist es nicht so schlimm, wenn man nicht so viel Platz hat. Ja, bestimmt, ja. So, Fundament ist fertig, oder? Jo, ja. Dann gucken wir mal. Dann kommt da jetzt ein Floor drauf. Oh, sogar mit Nivellierung. Guck mal hier, mit Höhenunterschied und so. Aber uns wächst das Gemüse durch den Garten, durch die Bodenplatte. Ja, da muss auch noch ein Floor drauf, glaube ich. Aber ich weiß nicht, der passt sich den Floor nicht. Floor to the floor. So, mach mal. Hier, weiter. Sticks sammeln. Jammer, wir müssen das Haus fertig kriegen. Vor der Nacht. Yalla, Imschi. Nee, fäll ruhig erstmal Bäume und lass die Loks liegen. Ich habe ja den Schlitten gleich fertig. Ich weiß nicht, ob die despawnen oder so. Das ist doch dasselbe. Das verstehe ich nicht so ganz. Lass mal den Floor mal gerade weg. Machen wir erstmal Walls. Custom Walls. So. Was denn hier? Wieso kann ich denn da nicht? Hier, Mene, zu mir kannst du da nochmal kommen. Ich habe hier noch zwei Loks liegen und ich mache jetzt gerade Sorge für Nachschub. Es gibt auch Treehouse, Leute. Okay. Basic Wall. Das ist voll geil, den Schlitten zu schieben. Schmeiß mir die Loks mal hier rein. Ich will mal gucken, wie viel ich schieben kann. Was ist der Unterschied zwischen Custom Wall und Basic Wall? Das ist doch totaler Schwachsinn. Ja, warte, ich guck mal, weil ich habe jetzt nur noch Lino noch zwei rum und das bringt ja nicht so viel. Ich würde mal sagen, du kannst sechs damit tragen oder so. Bestimmt Vorsicht, noch Baum mehr. Fällt gleich. Mit C Vorsicht, legt man sie. Ah! Mit C legt man sie rein. Okay. Ah, jetzt verstehe ich, was der Unterschied ist. Das ist natürlich was gut. Ist der Unterschied? Der passt das hier direkt an dann. Ah. Vorsicht. So, ihr könnt weiterbauen. Ja, aber es gibt eine Tür. Ja. Hier ist jetzt Baumfeld, Vorsicht, Mene. Ich hätte aber auch gerne eine Tür. Ist das geil. Aber wo ist die Tür denn dann? Achtung, Baum fällt gleich. Weiß man noch nicht. Baum fällt. Oh, Vorsicht. Okay, mehr geht nicht, mehr geht nicht. Okay, dann bringe ich die Lok. Warte mal, das sind 2, 4, 6, 8, 10, 11 Loks kann ich schieben. Naja. Ist das geil, oder was? Oh, hier schreit schon wieder jemand, oder? Leute, die Folge ist auch vorbei. Ja. Ja. Ich würde mal sagen, die will du bist dran. Jawohl, während der stolze Baum hier in sein Grab hineinfällt. Da ist einer bei euch. Vorsicht, Vorsicht. Ah, ich hab einen. Ah! Wo ist er denn? Hier. Weiß es nicht. Alter. Aua, Bastard, du hast mich getötet. Da war noch einer. Was? Leute, was ist los mit euch? Ja, lasst ihr mich hier alleine? Zwei Stück. Ja, du sagst, der ist da, aber du hast nicht gesagt, wo. Bei euch habe ich gesagt. Sind die stark? Ich bin tot. Zwei Schläge und ich war down. Ich bin auch. Scheiße. Press E to restart. Fuck. Die fressen mich, oder? Die fressen mich. Ich hab's. Da, der liegt immer noch. Krass, ich bin jetzt... Ich bin eine Reinkarnation von mir. Grüß dich. Ja. Hi. Ich hab sie. Die sind tot. Sehr cool. Gut. Warte, jetzt musst du uns noch sagen, wie wir aussehen. Du bist wieder Mexikaner. Du bist wieder Mexikaner. Wir sind ein Flugzeug. Ja, wir sind beide gestorben. Leute, sie sind tot.
Was für ein Finale, ey. Warte mal, ist hier hinten jetzt mein Todesplatz? Ey, hier ist ein Rucksack. Man kann seinen Scheiß wieder aufsammeln. Ah, tatsächlich. Das ist doch gut. Ah, sehr geil. Aber jetzt machen wir hier mal Schluss, oder was? Ja. Ja, 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 ja. Und dann müssen wir das Haus zu Ende bauen. Okay, also, Feuerzwiebel, das während hier die Nacktärsche sich miteinander, guck mal, ich hab's. 69 ist da eine Nummer, im wahrsten Sinne. Also in diesem Sinne, während wir die beiden hier mal in Ruhe lassen, jetzt wird ein richtig schönes Haus, wa? Also, denke ich mal. Jetzt mach halt! Aber wie es aussieht, werden wir in der nächsten Folge erst sehen. Also schaut wieder rein. Ja. Das heißt, die drei Waldmeister grüßen euch. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao.